Entdecken Sie Ihre Leidenschaft für Herausforderungen und erleben Sie Fahrspaß voller Kraft und Eleganz. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. TV Allgäu Nachrichten am Montag, den 8. März. Ich begrüße Sie recht herzlich. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Und das sind die Themen von heute. 44. Allgäu-Konferenz. Schienenverkehr ein Schwerpunktthema. ÖDP trifft sich in Lindau. Künftige Parteithemenpunkte wurden beschlossen. Und Internationaler Frauentag. Welche Chancen hat Frau in der Arbeitswelt trotz Familie? Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Zweimal im Jahr treffen sich die führenden Köpfe aus Politik, Wirtschaft und Verbänden und diskutieren über die wichtigen Themen der Region. Die Allgäu-Konferenz hat sich dabei in den vergangenen Jahren zu einem Instrument entwickelt, das nicht nur Ideen und Ziele formuliert, sondern sich auch gegenüber Unternehmen und Landes- und Bundesregierung für das Allgäu einsetzt. Schwerpunkt bei der heutigen 44. Allgäu-Konferenz war das Thema Bahnverkehr. Gast der Konferenz, die heute in der Fachhochschule Kempten stattfand, war der Chef der Deutschen Bahn in Bayern, Klaus-Dieter Jose. Ein Bericht von David Yo, Anna Schweinsberg und Peter Böhr. Fragen und Anregungen in Sachen Bahnverkehr im Allgäu gab es heute viele. Die Allgäu-Konferenz, das wurde deutlich, ist alles andere als zufrieden mit der Situation auf der Schiene. Denn während sich im Bereich Flug- und Straßenverkehr im Allgäu jüngst viel getan hat, hinkt das Angebot der Deutschen Bahn noch hinterher. Zwar wird die Elektrifizierung der Bahnstrecke Memmingen-München-Lindau kommen, dennoch sehen die führenden Köpfe aus Wirtschaft und Politik auf der Schiene noch Handlungsbedarf. Ja, in der Allgäu-Region ist zwar in den letzten Jahren von der Bahn viel investiert worden, es hat alles viel, viel länger gedauert und jetzt ist es wirklich an der Zeit, einmal klar auch zu fixieren und das haben wir in dem 10-Punkte-Katalog festgelegt, dass wir jetzt wirklich erwarten, dass mit der Elektrifizierung umgehend begonnen wird, das heißt im Jahr 2010 auf der Strecke München-Buchle-Lindau und dass das Zugmaterial insgesamt in der Strecke wesentlich verbessert wird. Wir haben ja zum Beispiel auf der Strecke von Kaufbeuren nach Füssen ein Zugmaterial, das unzumutbar ist. In Sachen moderne Züge, das machte der Chef der Deutschen Bahn in Bayern, Klaus-Dieter Josel, deutlich, wird sich vorerst nichts tun. Und ebenso wenig Hoffnung gibt es auch in Sachen Modernisierung der Bahnhöfe. Im Bereich der Elektrifizierung aber ist man auf einem sehr guten Weg. Wir werden sehr wahrscheinlich am Ende des Jahres mit ersten vorbereitenden Maßnahmen baulich beginnen können, aber die großen Ausbaumaßnahmen können natürlich erst durchgeführt werden, wenn wir den Baubeschluss haben, also den Planfeststellungsbeschluss haben. Erst wenn das Projekt baureif ist, dann können wir loslegen. Eine Aussage, die bei den Teilnehmern der Allgäu-Konferenz positiv aufgenommen wurde. Trotzdem aber muss in der Region gerade im Hinblick auf den Tourismus mehr getan werden von Seiten der Bahn. Die Anbindung an die großen süddeutschen Metropolen müsse verbessert werden, beispielsweise in Sachen Ski-Express. Wir haben aufgezeigt, dass wir gern bereit sind, auch im Nahverkehr hier das Angebot, was heute schon gut ist, noch besser zu vermarkten, für den Skifahrer hier zu optimieren. Und so sind wir auch im Gespräch mit großen Bergbahnen im Allgäu und wollen hier ein Kombiticket für Skifahrer kreieren und vielleicht auch es schaffen, dass wir diese Tickets im Zug schon verkaufen können. Hier ist man zumindest dran, was der Region in Sachen Tourismus nicht schaden wird. Ebenfalls auf der Tagesordnung die Arbeit der schwarz-gelben Regierung in Berlin. Eingeladen deswegen die drei Allgäuer Bundestagsabgeordneten. Von ihnen erhofft sich die Allgäu-Konferenz ein deutliches Eintreten für die Region. Und zumindest in Sachen Mehrwertsteuersenkung fürs Hotelgewerbe hat das Allgäu nach Ansicht der Konferenz schon profitiert von der neuen Regierung. Und da bin ich außerordentlich dankbar als Vertreter der Allgäuer Region, dass es gelungen ist, erstens eine Entlastung zu finden, zunächst einmal für die Bürger, die arbeiten, dass also doch jeder etwas mehr im Geldbeutel hat und dass in dem Bereich des Tourismus für die Übernachtungen die Hotels durch den geringeren Mehrwertsteuersatz entlastet wurden. Das ist eine Entlastung, die dringend notwendig war in unserem Gebiet. Hier im Allgäu, denn
wir hätten sonst nicht mehr konkurrieren können zum Tannheimer Tal in den Bregenzer Wald hinein. Die Freunde in Österreich, das sind ja Mitkonkurrenten, oder im Alsass, haben es da viel besser gehabt. Und auch in Sachen Allgäu Airport gab es heute Neuigkeiten. Manfred Schilder, Geschäftsführer des Flughafens, prognostizierte ein weiteres Wachstum, trotz der gestrichenen Verbindungen vom Allgäu Airport nach Köln und Hamburg. Insgesamt 3 Stunden tagte die Konferenz heute. Quintessenz des Ganzen: In Berlin hat das Allgäu mit 3 Abgeordneten einen vermutlich guten Stand. In Sachen Bahn muss aber mit Sicherheit noch weiter getagt werden. Die bayerische ÖDP. Bei der letzten Landtagswahl in Bayern ist sie auf 2% der Stimmen gekommen und sie stellt im gesamten Freistaat gerade mal 325 von rund 39.000 kommunalen Mandatsträgern. Trotzdem schafft es die kleine Partei immer wieder, die breite Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen. Jüngstes Beispiel ist das von ihnen gestartete Volksbegehren zum Thema Nichtraucherschutz. Am Wochenende traf sich der wichtige Landesverband in der Lindauer Inselhalle zu seinem Landesparteitag. Meine Kollegen Steffen Konrad und Richard Rädler mit den wichtigsten Themen von dort. Es waren nicht unbedingt die einfachsten Themen, die sich die ÖDP vorgenommen hatte. Eines davon, die Aufarbeitung der Vorgänge rund um die Bayerische Landesbank und den umstrittenen Kauf der österreichischen Bank Hypo Alpe Adria. Hier wurde eine Resolution verabschiedet, wonach unter anderem der ehemalige bayerische Finanzminister Kurt Faltelhauser für die entstandenen Schäden privat haftbar gemacht werden soll. Ein weiteres Thema betrifft den Umgang mit der Kernenergie und den Plänen zur Laufzeitverlängerung von Atommeilern. Wir wollen Stadtratsanträge überall dort stellen, wo unsere Mandatsträger aktiv sind. Und das sind viele Städte in Bayern, die den Stadtwerken einfach verbieten, bei Atomkonzernen Strom einzukaufen. Das haben wir schon einmal vor Jahren erfolgreich praktiziert, als E.ON bei dem tschechischen Betreiber des Atomkraftwerks Temelin einkaufen wollte. Und dann haben wir viele kommunale Anträge gestellt und Bürgerbegehren sogar gestartet. Temelin-Strom kommt mir nicht ins Haus. Das war damals erfolgreich. Und das wollen wir jetzt wiederholen. Mit dem Sinn, Strom aus verlängerten Atomkraftwerken wird nicht mehr gekauft von den Stadtwerken. Damit zusammenhängend wurde auch die Frage nach dem Umgang mit Photovoltaikanlagen auf Freiflächen diskutiert. Hier will die ÖDP die Entscheidungsebene in die einzelnen Gemeinden verlagern. Wenn die Klimakatastrophe droht und wir sind in wenigen Jahren vielleicht so weit, dass die Energie insgesamt knapp wird, und von daher müssen wir manches akzeptieren, was vielleicht nicht besonders schön ist, aber wir sagen Vorrang für Dachflächen und Freiflächen, vor allem dort, wo der Boden nicht so brauchbar ist für die Landwirtschaft. Aber im Endeffekt muss es in der Hand der Kommunen liegen, die letzte Entscheidung zu treffen. Denn in den Kommunen ist der Sachverstand, welche Flächen sind geeignet, am besten aufgehoben. Das bekannteste Einzelprojekt aber derzeit dürfte der Volksentscheid zum Nichtraucherschutz im Sommer sein. Hier will die kleine Partei zeigen, dass sie sich neben dem Schutz der Umwelt auch den Schutz der Demokratie auf die Fahnen geschrieben hat. Wir freuen uns auf den 4. Juli, weil der 4. Juli wieder einmal einen Volksentscheid bringt. Wir haben so viel Politikverdrossenheit in der Bevölkerung. Die Leute sind zu Recht verärgert über Parteiskandale, Spendenskandale. Wir nehmen ja keine Konzernspenden, bin ich sehr froh und stolz drüber. Aber die direkte Demokratie ist eine Werbung für die Demokratie. Deswegen ist der 4. Juli, unabhängig jetzt einmal vom Thema Nichtraucherschutz, einfach ein guter Tag für die Demokratie. Ein besonders beliebter Gegner ist derzeit die FDP mit der von ihr durchgesetzten Mehrwertsteueränderung. Gefragt wird nach dem Zusammenhang zwischen niedrigerem Mehrwertsteuersatz für Hotels und einer größeren Parteispende aus der Hotelbranche an die Freien Demokraten. Wenn meine Stimme, mein Engagement für die Demokratie als kleiner Bürger sozusagen untergeht, wenn große geldkräftige Organisationen, Konzerne wie das Hotelgewerbe sich Gesetze kaufen kann, aber doch mit Geld anregen kann, dann leidet die Zustimmung zur Demokratie. Weiteres Thema: die Genkartoffel Amflora und ihre Zulassung in der EU. Bisher gibt es in Deutschland laut Medienberichten nur einen Landwirt in Mecklenburg-Vorpommern, der die Kartoffel anbauen will. Ich setze drauf und bitte die Landwirte, boykottiert dieses Produkt, lasst keine genveränderten Organismen auf die Felder. Die meisten Bauern haben sich dafür entschieden und ich hoffe, dass es bei dieser Entscheidung der Landwirte auch bleibt. Ich bin Ihnen auf jeden Fall sehr dankbar. Es geht da um die Zukunft, es geht darum, dass die Schöpfung, die Natur
nicht vom Menschen mit seinem kurzfristigen Profitinteresse irreversibel geschädigt wird. Die Gentechnik ist schnell ausgebracht, aber keiner kann sie mehr zurückholen, wenn sie einmal in der Natur ist. Inwieweit sich die Forderungen der ÖDP in der Zukunft tatsächlich durchsetzen lassen, ist offen. Denn schließlich verfügt sie praktisch nur in Süddeutschland über eine gewisse Wählerschaft. Es mag vielleicht seltsam klingen, aber tatsächlich löste ein Kunstobjekt am Wochenende einen Einsatz der Bergwacht aus. Spaziergänger entdeckten bei Bad Hindelang eine vermeintlich leblose Person in einem Schneehaufen und alarmierten die Rettungskräfte. Aufgrund der Mitteilung wurde über die integrierte Leitstelle umgehend die Bergwacht verständigt, obwohl bereits erste Zweifel über die tatsächliche Notwendigkeit des Einsatzes aufkamen. Denn man hatte gehört, dass ein Künstler in diesem Bereich Puppen aufgestellt hätte. Beim Eintreffen der Streife vor Ort bestätigte sich dieser Verdacht. Bei der Person handelt es sich tatsächlich um ein Kunstobjekt in Form einer im Schnee vergrabenen Puppe. Viel Aufregung also um nichts bzw. um ein Kunstobjekt. Weitere Meldungen aus der Region gleich in Kompakt nach der Werbung. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Eine Seite, auf der ich meine eigenen Beiträge schreiben und meine Fotos veröffentlichen kann. Ein Portal, auf dem ich wichtige Termine meiner Gemeinde erfahre. Und Neues aus meinem Verein. Das neue Mitmachportal fürs Allgäu. Gresti.de, unsere Heimat online. Jetzt neu. Drei Fachmärkte unter einem Dach. Der Trendstore, der Bettenfachmarkt Topsleep und der Küchenprofi. Möbelmarkt Trunze in Markt Oberdorf. Gresti.de, das neue Mitmachportal fürs Allgäu. Jetzt kostenlos registrieren und dabei sein. Wo Feiern ein Erlebnis ist. Im Hotel-Restaurant Sonnenhang in Kempten. Einzigartig, stilvoll und unvergesslich. In traumhafter Lage. Hier fühlen Sie sich wie zu Hause. Für Ihre Feiern sind wir immer für Sie da. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Sonnenhang-Team im Hotel-Restaurant Sonnenhang in Kempten, Mariaberger Straße. Tanken Sie Sonne. Sauber, unabhängig, preiswert. Alles Wissenswerte unter www.allgäuer-solarpaket.de. Kompakt am Montag, den 8. März. Im gesamten Sendegebiet ist es nach den Schneefällen am Wochenende zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Allein am Samstag musste deshalb die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest über 150 Mal ausrücken. So prallte am Samstagmorgen beispielsweise auf der A7 zwischen Woringen und Bad Grönenbach ein Auto in die Leitplanke. In der Folge fuhren mehrere Fahrzeuge noch ineinander, insgesamt wurden 8 Personen verletzt. Am Sonntagabend kam es unter anderem zwischen Weißensberg und Oberreitnau zu einem Frontalzusammenstoß. Gegen 19 Uhr war ein 39-Jähriger auf spiegelglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten und in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Darin saß eine junge Familie mit einem 6 Monate alten Mädchen. Alle Beteiligten wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Unfallverursacher hatte zum Zeitpunkt des Unglücks laut Polizei 1 Promille Alkohol im Blut. Ein weiterer Unfall ereignete sich bei Rickardshofen. Allein 6 Fahrzeuge wurden am Samstag bei einem Unfall auf der B31 auf Höhe Rickardshofen beschädigt, als in Richtung Friedrichshafen ein Auto auf ein anderes aufgefahren ist. Ein Verkehrsteilnehmer musste verkehrsbedingt bremsen. Daraufhin ist das letzte Fahrzeug in einer Reihe von 4 Pkw auf den hintersten draufgefahren. Es hat hierbei Sachschaden verursacht und ist in den Gegenverkehr gekommen. Hat hierbei 2 weitere Fahrzeuge touchiert und im Gegenverkehr ein entgegenkommendes Fahrzeug ebenfalls am linken Kotflügel touchiert. Das ist dann in den Graben gerutscht. Glücklicherweise ist offensichtlich niemand verletzt. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Die Straße musste teilweise voll gesperrt und der Verkehr von der Polizei umgeleitet werden.
In den über 1000 katholischen Pfarrgemeinden der Diözese Augsburg sind gestern fast flächendeckend die neuen Pfarrgemeinderäte gewählt worden. Sie fungieren in den nächsten 4 Jahren unter anderem in seelsorglichen Fragen als Beratungsgremium für ihren Ortspfarrer. Bei der Wahlbeteiligung bestätigt sich der Trend der letzten Jahre, wonach die Wahlbeteiligung in ländlichen Gemeinden wesentlich höher liegt als in Stadtpfarreien. Bislang konnten rund 700 der 100 Pfarrgemeinden ausgewertet werden. Nach aktuellem Stand scheint sich die Frauenquote nochmals leicht zu erhöhen. Im Internet unter www.bistum-augsburg/pgr-wahl werden die Ergebnisse der einzelnen Pfarreien immer wieder aktualisiert und können eingesehen werden. Für Jugendliche auf Ausstellungssuche hatte am vergangenen Samstag die 13. Allgäuer Lehrstellenbörse ihre Pforten geöffnet. Zahlreiche Firmen aus der ganzen Region präsentierten sich auf der Messe und informierten über die Jobaussichten bei ihnen. In der Vergangenheit gab es bei der Veranstaltung meist deutlich mehr Jugendliche als Ausbildungsplätze. Aufgrund des demografischen Wandels aber ist die Situation langsam am Kippen. Indem wir Plattformen mitbieten, wie hier die Lehrstellenbörse, wo die Allgäuer Zeitung, die Kammern und die Berufsschulen gemeinsam hier mit anderen Beteiligten die Grundlagen schaffen, damit wir einen Treffpunkt haben zwischen den zukünftigen Auszubildenden und der Wirtschaft. Mehr Jobangebote, das bedeutet aber auch leichtere Arbeit für die Arbeitsagenturen. Da sind wir natürlich sehr froh drüber, dass sich das verändert. Denn es kann natürlich nicht in unserem Sinne sein, dass Jugendliche auf der Strecke bleiben oder im aktuellen Jahr dann einfach keinen Ausbildungsplatz finden. Da sind wir sehr froh darüber, dass sich diese Situation zum Glück leicht entspannt hat. Und jetzt müssen wir uns einfach ranmachen, dass die Jugendlichen, die aktuell noch nichts gefunden haben, dass die dann für September auch ein Angebot bekommen. Erfreulich sei außerdem, dass durch die Wirtschaftskrise der Lehrstellenmarkt weitaus weniger getroffen wurde als befürchtet, so die Agentur für Arbeit. Besonders gut sieht die Ausbildungssituation für die Jugendlichen im Bereich Tourismus und Gastronomie aus. Dort gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur noch besonders viele unbesetzte Stellen. Bei der Verkehrskontrolle eines tschechischen Verkehrsteilnehmers bei Memmingen sind am Freitag 100 Patronen Pistolenmunition im Kofferraum gefunden worden. Der 29-jährige Fahrer konnte eine Waffenbesitzkarte aus der Tschechei vorlegen. Er ist dort Sportschütze. Allerdings hätte er ohne eine offizielle Erlaubnis die Munition nicht nach Deutschland einführen dürfen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro erhoben. Das waren die Nachrichten aus der Region und jetzt gibt's das Wetter. Heute Nacht ist es im gesamten Allgäu bewölkt, aber trocken. Ein kalter Nordostwind sorgt für frostige Temperaturen von -6 bis -11 Grad. Der Dienstag beginnt mit Tiefstwerten um -15 Grad, sehr kalt. Im Laufe des Morgens lässt sich aber zunehmend die Sonne blicken und es bleibt trocken. Am Nachmittag herrscht schönes Spätwinterwetter vor. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen -6 und -1 Grad. In der Mitte der Woche kommt die Sonne nur noch vereinzelt am Bodensee zum Vorschein. Des Weiteren ist es bewölkt, aber trocken. Am Donnerstag beginnt es allgäuweit zu schneien. Hin und wieder hat die Sonne jedoch eine Chance. Die Temperaturen liegen bei -3 bis +1 Grad. Der Freitag wird wieder etwas freundlicher. Es hört auf zu schneien und die Sonne lässt sich häufiger blicken. Der Zweitligist ESV Kaufbeuren hat einen Sieg und eine Niederlage am Wochenende verbucht. Am Freitag verloren die Joker bei Tabellenführer IHC München mit 2:6. Besser lief es dann am Sonntag. Beim Heimspiel konnte man die Bietigheim Steelers mit 3:2 nach Verlängerung schlagen. In der Tabelle liegen die Kaufbeurer jetzt mit 67 Punkten auf dem 9. Platz. Noch besser verlief das Wochenende für den Oberligisten IV Füssen. Am Freitag siegten die Leoparden beim IC Bad Nauheim mit 3:6. Ein richtiges Schützenfest gab es dann am Sonntag gegen den EHF Passau. 10:4 lautete das Endergebnis. In der Tabelle rückten die Füssener jetzt auf Platz 9 vor. Steile Abfahrten, rasante Kurven und riskante Überholmanöver – all das beinhaltet Skicross.
Entstanden ist der Sport in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nach Europa kam er erst Ende der 90er Jahre, spätestens seit den Olympischen Spielen in Vancouver, die vor knapp einer Woche zu Ende gegangen sind, ist Skicross bekannt. Dort feierte die Sportart nämlich ihr Olympiadebüt. Aber auch in Deutschland etabliert sich Skicross mehr und mehr. So gibt es zum Beispiel hier die German Skicross Tour. Und die macht am Wochenende in Thalkirchdorf Halt. Organisator war der Skiclub Lindenberg. Meine Kollegen Bianca Dummer und Bernd Halder waren für Sie auf der Strecke mit dabei. Ein Blick auf die Piste am Schwandlift in Thalkirchdorf zeigt, dass die German Skicross-Serie alles andere als einfach ist. Auch wenn das Wetter nicht ganz so mitspielt, hält das die Läufer nicht vom Start ab. Während die Organisatoren sich noch über Funk verständigen und die letzten Details besprechen, machen sich die Mädels und Jungs bereits warm. Die Stimmung ist aufgeregt, weil ich fahre ja dann gleich. Eigentlich ganz locker. Ja, es geht schon. Ist ganz lustig hier. Für das Rennen selbst haben sich die Teilnehmer natürlich auch etwas vorgenommen. Top 4 haben wir uns mal vorgenommen, unser Team. Top 16 wäre ganz lustig. Ich wollte einfach nur Spaß haben. Wir sind nur wegen der Gaudi da und wir haben eigentlich nicht so große Ziele. Dann geht es los. Die erste Läuferin macht sich bereit. Hinunter geht es für sie und alle anderen Teilnehmer auf einer Strecke von 770 Metern. Dabei wird ein Höhenunterschied von knapp 200 Metern überwunden. Beim ersten Lauf starten alle Teilnehmer einzeln. Hierbei zählt die Zeit, die die Fahrer auf der nicht ganz einfachen Strecke benötigen. Diese beinhaltet mehrere Hindernisse, die Skicross zu etwas Besonderem machen. Da ist praktisch zwei Elemente zusammenkommen. Auf der einen Seite fährt man erst ein Einzelzeitfahren, das ist Riesenslalomtechnik. Und das zweite dann vier Mann gegeneinander und natürlich sehr viele Sprünge, Steilwandkurven und Wellen zu fahren. Also deutlich anspruchsvollere Piste. Nach dem Einzelfahren stehen die besten 8 Mädels und die schnellsten 32 Jungs fest. Diese sind bereits wieder oben am Startbereich angekommen. Jetzt geht es um alles oder nichts. Jeder will schnellstmöglich die Piste hinunterbrettern. Eine Piste, mit der nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Organisatoren zu kämpfen hatten. Gestern hätten wir ja noch einen HWK-Cup gehabt, den mussten wir absagen aufgrund des vielen Schneefalls und Sturms. Heute leider etwas weichere Piste, wir hätten es lieber härter. Dann haben eben die Bedingungen für alle Läufer gleich. So gibt es dann schon die eine oder andere Furche und Rille, aber es geht zum Fahren. In Vierergruppen starten die Läufer nun im K.O.-System. Was bedeutet, dass die beiden Erstplatzierten in die nächste Runde aufsteigen? Dies wiederholt sich so lange, bis die vier Finalisten bei den Mädchen und Jungen feststehen. Bei den letzten Läufern zeigt sich dann deutlich, wer die Nase vorn hat. Doch egal, wer am Ende Sieger ist oder nicht, Fairness steht beim Rennen immer noch an erster Stelle. Die Sieger beim gestrigen Rennen am Schwandlift in Thalkirchdorf wurden übrigens Sandra Kögel vom SC Schongau bei den Mädchen sowie der Allgäuer und Lokalfavorit Florian Eigler vom SC Pfronten bei den Jungen. Am Wochenende ist die Tourenwagen-Weltmeisterschaft gestartet. Franz Engstler kann ein durchweg positives Resümee vom Saisonauftakt in Brasilien ziehen. Er belegt den Lauf 1 und 2 jeweils den zweiten Platz. Teamkollege Andrei Romanov schied aufgrund der regennassen Fahrbahn bereits im ersten Lauf aus. Das nächste Rennen wird erst Anfang Mai in Marokko stattfinden, denn das Rennen im April in Mexiko musste aufgrund von Unruhen im Land abgesagt werden. Soweit der Sport am Montag. Hier gibt's jetzt die Werbung und dann steht der Internationale Frauentag im Mittelpunkt. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit. Situation klare Sicht mit der Femtosekunden-LASIK. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Musik.
alles beginnt. It's all about love. Blumen sind das Thema heute, denn heute ist der Internationale Tag der Frauen. Weltweit gratulieren Männer ihren Frauen, wenn sie es nicht vergessen haben. Aber warum? Was macht diesen Tag so besonders? Der Kampf um die Gleichberechtigung dauert schon lange an und man würde meinen, in der heutigen Gesellschaft wäre die Frau dem Mann gleichgestellt. Im Zuge des Weltfrauentags haben meine Kollegen Evelyn Priep und Julian Küpper nachgefragt, wie die Frau tatsächlich in der Gesellschaft gestellt ist. Auch für die Führungsposition gibt es heute Blumen vom Kollegen. Denn heute ist Weltfrauentag. Die Centermanagerin vom Forum Allgäu ist gerade mal 28 Jahre alt. Wichtig für so einen Job sind viele Faktoren. Zum einen ist es das eigene Bestreben, eine gute oder eine tolle, herausfordernde Aufgabe machen zu wollen. Ein bisschen Glück ist, glaube ich, auch immer dabei. Die Möglichkeiten, die einem auch geboten werden, schulisch, aber auch beruflich, sich weiterzuentwickeln. Der Job ist genauso, wie sie ihn haben wollte. Dass sie es als Frau möglicherweise schwerer haben könnte, stellte sie bislang noch nicht fest. Also in gewissen Dingen ist es schon so, gerade in Führungspositionen lässt es sich schon feststellen, dass vorwiegend Herren die Führungspositionen oder die hohen Ebenen besetzen, weniger als Frauen. Aber mir ist es nie wirklich intensiv bewusst geworden und ich sehe als Frau auch keine Nachteile darin, eine herausfordernde Tätigkeit mit Führungsverantwortung anzustreben. Doch als Frau muss man sich oft zwischen Job und Familie entscheiden. Es bleibt vieles auf der Strecke, weil man viel Zeit einfach in den Job investieren muss. Und es ist nicht nur in meiner Tätigkeit so, sondern es ist in vielen anderen Berufen ebenso. Überall, wo man sich beweisen möchte, wo man etwas erreichen will, muss man einfach auch viel Zeit und viel Energie aufwenden. Und dann kommt schon mal das Privatleben oder das Familienleben relativ kurz. Trotzdem kriegen es auch einige Kolleginnen gut unter einen Hut, so die Managerin. Vor 10 Jahren sah das in ihrem Berufszweig aber noch ganz anders aus. Also ich hatte in der Ausbildung, in meiner ersten Ausbildungsstation zur Center Managerin, auch eine Frau an meiner Seite, die mir eben diesen Job nahegebracht hat, beigebracht hat. Und sie hat vor 10 Jahren bei der ECE begonnen. Und sie war eine der ersten, die als Frau diese Aufgabe wahrnehmen konnte. Also von daher, das Verhältnis steigt mit der Zeit, ja. Mit der Zeit ändert sich das Verhältnis von Frauen in Führungspositionen. Wie die aktuelle Situation in unserer Gesellschaft aussieht, weiß die Gleichstellungsbeauftragte aus Sonthofen, die schon seit 10 Jahren den Frauentag organisiert. Die Frau in der heutigen Gesellschaft ist in Europa zumindest, wenn ich uns hier ansehe, sehr gut gestellt in der Gesellschaft, rechtlich gesehen, auch schon zum Teil in der Politik. Aber wir haben noch viele Bereiche, wo die Frau noch nicht dasselbe erreicht hat wie der Mann, wo die Rechte der Frauen auch noch nicht gleich sind. Ich denke da an gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Aber in anderen Bereichen sind wir schon sehr stolz, viel erreicht zu haben. Es sind auch sicherlich Ergebnisse im Kampf um die Gleichberechtigung sichtbar, zum Beispiel in der Bereitschaft der Männer, die Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Die Frauen stehen ja für ihre Beharrlichkeit und ich glaube, man kann immer etwas verbessern auf beiden Seiten. Selbstverständlich wollen wir uns nicht als Emanzen bezeichnen lassen oder Xanthippen oder Suffragetten. Früher mussten wir uns ja da bestimmte Attribute nachsagen lassen. Ich glaube, heute wissen wir selber als Frauen, dass es nur zusammen mit den Männern geht und dann geht es doppelt so schnell und doppelt so gut. Und gemeinsam verbessern die Frauen und Männer die Gesellschaft. Dieses Jahr ist zum 99. Mal der Weltfrauentag. Und damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Sendung von TV Allgäu Nachrichten. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf morgen. Da stellen wir Ihnen unter anderem die Arbeit des Bunten Kreis etwas genauer vor. Und im Rahmen unserer Wirtschaftsreihe waren wir beim Unternehmen SRI in Durach. Mehr dazu morgen ab 18 Uhr über Kabel und ab 20 Uhr über Satellit. Oder schauen Sie doch einfach auf unsere Internetseite www.tv-allgäu.de. Damit heißt es für mich, Tschüss zu sagen, Ihnen eine gute Zeit. Bis morgen.